Ist gut. Nicht Ihre letzte Station. Quatsch! So steht es nicht in der Schrift! Das alles hier, existiert nicht! Dann sehen Sie sich mal um. Schauen Sie mal, diese Empfangshalle. Diese Klinik hier. All diese Leute hier! Ha? Ich habe Ihnen gesagt, das alles existiert nicht! Ich bin der festen Überzeugung, dass das alles nicht existiert! Also, sind Sie der Überzeugung? Oder sind Sie überzeugter von dem, als was Sie wissen? Nun ja, mein junger Freund, der Weg ist der dunkel verworren und das ist auch der Grund, wieso wir unsere Überzeugungen haben, wie Stecken, Stab und Laterne, die uns führen. Wozu sonst wären wir zunutze? Ihre Schlussfolgerungen sind zu voreilig. Und Ihre Kinder holen mir eine Trommel. Bitte? Hol! Sie pflegen sie, deshalb ziehen sie die Tigers vor. Ich hoffe, Sie werden noch lange bei uns bleiben. Das hoffe ich auch. Laura, es wird schwieriger. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ja. Ich hoffe, wir stören Sie nicht. Mich? Nein, ganz und gar nicht. Na, überhaupt nicht. Ich verbleibe mir meine Zeit mit Zeitung lesen. Laura, ich glaube, unsere Liebe hat keine Zukunft. Die Zukunft existiert nicht. Du hast recht. Wir sind soweit. Wir müssen nicht mehr reden. Geben Sie mir sofort ein Bürstenbein. Bitte, bedienen Sie sich ruhig. Mein Schwachkopf von Ältester behauptet, die Achsen von Radon wären gefallen. Was? Das ist ja die gleiche Zeitung wie die von gestern. Tja, und wie von vorgestern. Ich habe sie schon bei mir. Über 6 Monate, seit ich hier bin. Und ich lese sie jeden Tag. Vollkommen idiotisch. Na. Sie wissen ja gar nicht, wovon Sie reden. Ich kann diese Zeitung mittlerweile auswendig. Und ich kann Ihnen versichern, diese Zeitung war noch nie besser. Wie kann man denn nur jeden Tag die gleiche Zeitung lesen? Sie sind ein Narr. Wenn Sie den gesunden Menschenverstand verkörpern, dann übernehme ich gerne die Rolle des Narren. Bitte? Schon ziemlich betrüblich, Ihr Mangel an Schlagfertigkeit. Alles, was Ihnen auf meine Stichelei einfällt, ist... Bitte? Bitte? Ihr Protestgeschrei ist so platt. Sie werden es noch schaffen, dass ich Sie eines Tages nicht einmal mehr veräppeln werde. Bitte? Ich gründe eine Stiftung. Wie schön.
Na, eine Stiftung, die meinen Namen trägt. Die Stiftung Delbeck. Deren Aufgabe es sein wird, mein Andenken zu ehren. Gehen Sie bitte in den Fahrstuhl, Herr Präsident. Sie wissen, ich könnte Ihnen helfen, ein Bankers zu werden. Bitte? Ja, mir können die nämlich nichts abschlagen. Also, abgemacht, ich bürge auch für Sie. Dr. S. Wäre lieber ein Tiger. Ein Tiger? Ich hab gewusst, ein Terrorist. Was ist das hier? Was machen Sie? Lassen Sie mich los. Ich werde Sie verklagen. Ich werde Sie verklagen. Hilfe! Lassen Sie mich hier raus. Was machen Sie? Lassen Sie mich hier raus. Hilfe! 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 Geben Sie mir die Adresse von dem Radfahrer, damit ich ihm einen Panzer kaufe. Marie, lassen Sie sterben! Und den Präsidenten erhalten Sie am Leben? Für den Präsidenten ist die Stunde noch nicht gekommen. Sie wird kommen. Und für meine Tochter? War für meine Tochter die Stunde gekommen? Mit 20? Sie wissen sehr wohl, wie ich darüber denke. Wir haben bereits darüber gesprochen. Mit 10, 20, 80 oder 100 Jahren. Es ist immer das gleiche Leben, das man verliert. Es tut mir leid. Das Leben ist ein Geschenk, das jedem gemacht wird. Und der Präsident ist ein Mensch. Jeder andere auch. Ich bin gerne bereit, jeden zu respektieren. Ich habe aber ein Problem damit, jemanden zu respektieren, der niemanden respektiert. Meine Tochter? Sie haben eine Tochter? Ich? Nein. Nun, meine Kleine, erzählen Sie mal, werden die da unten Sie aus Ihrem Zustand wieder herausholen? Das hängt nicht von denen ab. Die warten auf ein Herz, das sie mir einpflanzen können. Hast du dir Sorgen? Nein, überhaupt keine. Sie sind sehr stark. Da mein Körper keine Gesundheit kannte, habe ich versucht, sie mir anderswo zu holen. Der Anblick einer einzigen Blume ist für mich, wie einen ganzen Tag lang in einem Rosengarten zu promenieren. Ein Sonnenstrahl, der sich durch die Ritze einer Jalousie stiehlt, ist für mich wie ein Sonnenstrahl am Strand. Im Grunde liegt das Glück auf der flachen Hand. Es reicht, alles zu vergessen, was gestern war und morgen sein wird. Wenn es einem gelingt, bescheiden zu bleiben. Sich in das Heute hineinzukuscheln. Da kann man das ganze Universum genießen. Mama, was ist los? Julian, ich weiß nicht. Man wird uns auseinanderreißen, ich spüre es. Nein. Doch. Nein. Nichts ist von Dauer, man wird uns trennen. Blödsinn, du musst dich nur ausruhen. Bitte, Laura.
Geschichten. Ja, und mit dem Sex? Wie macht ihr das? Wenigstens gibt's noch eine Gerechtigkeit. Ich habe mit Ihnen zu reden. Von unten? Was Neues über mich? Ja. Was ich jetzt tue, überschreitet eigentlich meine Kompetenzen. Laut Vorschrift habe ich kein Recht, Sie zu informieren. Aber da Sie schon seit 6 Monaten hier sind und ich Sie mag, Ihr Zustand zeigt keinen erkennbaren Fortschritt. Das Team unten denkt darüber nach, Sie abzuschalten. Ich bin untröstlich, ein schlimmer Schlag. Das können Sie laut sagen. Abgeschaltet zu werden, wie ein Föhn. Worauf warten die noch? Auf die Erlaubnis. Wer darf die denn geben? Ihr Neffe, der einzige Angehörige, den Sie noch haben. Mein Gott, der kleine Bengel, dem immer noch trotz ganz geil war aus der Nase lief. Ich hoffe, er kann sich noch an all die Erdbeerbonbons erinnern, die ich ihm gekauft habe. Bis jetzt haben Sie ihn noch nicht gefunden. Sie können ihn nicht erreichen. Er studiert, der Kleine, in den Staaten. Und die sind sehr groß. Es besteht keine Hoffnung mehr. Aus diesem Koma werden Sie nie wieder aufwachen. Ich habe verstanden. Doktor, ich muss Sie etwas bitten. Ich möchte gerne, dass ich und Laura, wenn wir in den Aufzug kommen, den gleichen Weg nehmen. Egal was passiert, ob zurück zur Erde oder nach oben. Haben Sie keine Angst mehr? Weniger. Es ist ein Wunder. Und mein Wunder ist Laura. Und so gibt es ein Wunder, so gibt es auch mehrere. Aber ein Wunder reicht. Und ich bin voller Zuversicht und Hoffnung in dem, was ich nicht weiß. Bitte, lassen Sie uns zusammengehen. Ich wünschte, ich könnte ja sagen. Sagen Sie ja! Diese Macht habe ich nicht. Überhaupt keine. Das Schicksal von Laura hängt ab von den Umständen. Umstände, über die ich nicht verfüge. Sicher. Ich gehe zurück zu Laura. Dumm von mir, so viel Zeit ohne ihn zu verbringen. Ein harter Job, sich um andere zu kümmern, ihr Vertrauen zu gewinnen und dann plötzlich zugeben zu müssen, keine Macht zu haben. Ich mag Sie, Doktor. Am Anfang fand ich Sie ziemlich unausstehlich. Ich war Ihnen sogar ein wenig böse, weil Sie keine Antworten gegeben haben. Sie wollten keine Antworten. Sie verlangten Illusionen. Stimmt. Überzeugungen, wie der Präsident. Und nun haben Sie gelernt, sich mit Vermutungen zu begnügen. Und das tut gut. Hier, die Telefonnummer von meinem Neffen. Man soll ihn anrufen.